Weißt du, wo wir den Hinweis suchen sollen, der uns zu der versteckten Uhr führt? Keine Ahnung, was meine Eltern mir damit sagen wollten. Dort, wo wir goldene Zeiten erlebten, wo wir und die Erde vor Aufregung bebten. Was soll denn das sein? Deine Eltern haben das Rätsel speziell für dich formuliert, damit nur du es lösen kannst. Es muss irgendwas sein, was ihr zusammen erlebt habt oder so. Entschuldige bitte, aber dürfte ich kurz... Sei gefälligst etwas vorsichtiger mit den Mikros. Mein Ohr! Entschuldigung. Der sieht doch aus wie der Typ, den wir letztens in der Bank bei den Schließfächern gesehen haben. Aber das Bild ist von 1706. Hauptmann Hubertus von Horas. Hauptmann Hubertus von Horas hat tatsächlich von 1658 bis 1715 gelebt. Und was im Lexikon über ihn geschrieben steht, klingt nicht besonders nett. Wirklich ein unheimlicher Zeitgenosse. Irgendwie zieht sich bei mir alles zusammen bei seinem Anblick. Ich zeig dir, was wirklich unheimlich ist. Immer derselbe Mann. Wie bei den Schließfächern. Seit 300 Jahren. Und das kann nur eins bedeuten. Er ist der Uhrenjäger, vor dem mich meine Eltern gewarnt haben. Und wenn er schon seit 300 Jahren lebt, dann... Muss er bereits drei Uhren besitzen, mit denen er sein Leben dreimal verlängert hat.